Hallihallo. Ich möchte heute ein weihnachtliches Dessert vorstellen und das ist das Lebkuchenmus. Wir brauchen dazu Lebkuchen, Schokolade und Cremefin zum Schlagen. Ich nehme anstatt Vollmilch und Zartbitterschokolade, wie es im Rezept steht, heute mal weiße Schokolade, weil ich weiße Schokolade total lecker finde und das einfach als Variation mal ausprobieren möchte. So, wir fangen damit an, indem wir die Lebkuchen zerkleinern. Ich halbiere das Rezept in dem Fall, weil ich es nur für zwei Personen brauche. Und ich nehme dann einfach ja, drei von diesen Lebkuchen, das sind dann 80 Gramm. Packe die in den Thermomix und zerkleinere die in 5 Sekunden auf Stufe 6. Das sieht dann jetzt so aus. Die fülle ich jetzt erstmal um. Gebe dann meine Schokolade in Stücken in den Thermomix. Ich brauche für meine Variante 50 Gramm. Und zerkleiner die innerhalb von 5 Sekunden auf Stufe 7. Oh, ah, ah. Jetzt ist der Worst Case passiert. Den nicht vergessen. So, nochmal 5 Sekunden auf Stufe 4. Schokolade sieht jetzt so aus und dazu gebe ich jetzt 60 Gramm des zerkleinerten Lebkuchens. Mixtopfdeckel wieder verschließen, Messbecher nicht vergessen und das Ganze dann innerhalb von 3 Minuten 90 Grad auf Stufe 1,5 schmelzen. Das sieht jetzt so aus. Und das Ganze muss für... Na, so sieht man es besser. Das Ganze muss jetzt für 5 Minuten etwas abkühlen. So, weiter geht's. Jetzt brauchen wir nur noch 250 Gramm Cremefin in meinem Fall. Oder halt eben sonst, wenn wir es für mehr Personen machen, 500 Gramm Cremefin zugeben. Deckel und Messbecher wieder drauf und das Ganze für 20 Sekunden auf Stufe 6 cremig schlagen. So, fertig ist mein Mousse. Ich fülle das jetzt hier in ein Schälchen um und stelle das noch für mindestens eine Stunde kalt. Dann bestreue ich das mit den übrigen Lebkuchenstückchen und kann servieren. Ja, so sieht es jetzt im Moment aus. Ist natürlich noch etwas flüssiger und ja, durch den Kühlschrank wird die Konsistenz natürlich noch etwas härter. Ja, und dann garnieren gleich mit den Lebkuchenstreuseln, aber das zeige ich später nochmal. So, das Lebkuchenmus hat jetzt noch eine Stunde im Kühlschrank verbracht, ist entsprechend von der Konsistenz auch noch etwas härter geworden. Ich habe es jetzt einfach mit ein paar Lebkuchensplittern bestreut, die wir noch übrig hatten und lasse es mir jetzt entsprechend schmecken. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, schauen Sie doch gerne.